Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abendhaul hier auf meinem Kanal. Ich habe heute einen XXXXXXL Abendhaul. So viele haben gar nicht bestellt, aber eine Freundin von meiner Schwiegermutter, die hat gesagt, oh, bestellt sie noch bei Avon? Ja, oh, kann ich da auch mal mit bestellen? Ja, okay, dann habe ich für sie mit bestellt. Also sie hat Schaumbad, Duschgel, die hat so viel bestellt. Ist ja gut, da habe ich mal wieder viel zum Zeigen. Ist jetzt nichts Neues, aber Schaumbäde ohne Ende. Wie gesagt, sie verschenkt halt auch gern. Und da hat sie sich jetzt gleich mal mit eingeklinkt, dass wir das alles zusammen bestellen. Ja. So, als erstes wurde bestellt eine Handtasche. Gucken wir mal, ob wir da hier die trotzdem richtig zeigen können. Hier haben wir eine schlichte schwarze Handtasche, hier mit Reißverschluss. Das ist gut auf- und zu machen. Hier oben haben wir auch einen Reißverschluss mit bei. Also wirklich was alltagstaugliches, schlichtes, wie sagt man, das kleine Schwarze unter den Handtaschen. So. Und ich muss gucken, dass ich das jetzt hier schnell wieder reinfummele, dass ich dann nicht nochmal groß anfassen muss. So. Dann, also es geht jetzt hier querbeet. Haben wir hier einmal Micellengesichtswasser. 400 Milliliter, das ist eine Sondergröße von Nutra Effects. Also das nehme ich auch immer sehr gern. Und ja, war im Angebot für 5 Euro, glaube ich. Ja, ich glaube, das war, nee, ich weiß es, es war im Angebot. Hier haben wir gleich ein paar Sorten mehr. Wenn man mehr bestellt, bin ich nicht ganz sicher, ob man jetzt 2 für 10 hat oder 2 für 8. Da bin ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher, was jetzt so. Aber es war auf jeden Fall günstig, haben wir 400 Milliliter drin. So, dann haben wir einmal Bauchkörpersprays. Das sind auch immer solche Set-Angebote. Wenn man eins mehr nimmt, wird es dann immer ein bisschen günstiger. Hier haben wir hier ein schönes Bodyspray mit dunkler Orchidee. Das ist ein echt tolles, ein toller Duft. Also Blaubeere und dunkle Orchidee. Da kriegt man das immer günstiger, wenn man 2 Stück nimmt. So, hier haben wir noch einmal Himbeere als Körperspray. Die Düfte sind echt gut. Aber auch 2 Stück. Hallo, meine Freundin hat das mitbestellt. Ja, ich habe das einmal vorgeschwärmt und seitdem braucht sie das dann auch immer. Hier haben wir hier von Planet Spa Harmony Ritual. Das ist ja so der Mercedes unter den Spa Wellness Produkten. Hier haben wir wie eine Körperbutter, 200 Milliliter. Ist leider jetzt noch so eine Verblendung drauf. Aber wie gesagt, das zieht schön ein. Man merkt wirklich bei diesen Produkten den Luxus. So, wir haben noch Handcremes. Handcremes waren auch im Angebot. Hier haben wir einmal mit Kakaobutter. 2 Stück. Hat die Oma, glaube ich, mitbestellt. So, dann haben wir hier noch eine einfache Handcreme mit Glycerin und Mandelmilch, ja. Dann haben wir hier was für die Haare. Biotin und Koffein. Ein Leave-In-Spray gegen, ich glaube, gegen Haarbruch ist das gewesen. Dann haben wir ein paar Nagellacke. Ultimating Hardening, also ein Base-Coat. Das ist ein Nagelhärter. Und hier haben wir ein 7-in-1 Nagelpflege. Das ist so ein Espress, wie sagt man, Espress-Repair. Also das ist wirklich gut. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat das nur bestellt, hat gesagt, das ist das Beste, was es wohl gibt hier. So, jetzt haben wir Duschgele über Duschgele. Wir machen mal langsam. Hier haben wir Himbeere. 500 Milliliter. Himbeere, Himbeere, riecht nach Himbeere, ne? So, da war auch wieder
kaufe mehr, nimm mehr, spare mehr. Hier haben wir noch einmal das Himbeer. Dann haben wir hier zwei von diesen großen Fräse und, oh Gott, muss lügen, Pomegranate. Oh, was war denn das wieder für ein Duft? Also mit Fräse und Granatapfel, irgend so ein Duft war das. Also es riecht auch sehr frisch, fruchtig, blumig und durch das Creme macht es das echt toll, trocknet die Haut dann auch nicht aus. Hier haben wir noch was für die Männer. Hat, glaube ich, die Oma mitbestellt. Hair and Body mit Minze und Sandelholz. Ist das Minze? Ja, Minze, genau. Das riecht gut. So, dann haben wir noch ein paar kleinere Duschgele. Ja, ich habe Riesenkisten. Es sind drei Riesenkisten gekommen. Hier haben wir Cozy Kaschmir, Magnolie und Sandelwood. Also das ist ein neuer Duft. Ich gehe von aus, hat glaube meine Schwiegermutter bestellt. Da darf ich immer schnuppern. Die sagt da nichts. Oh, wow, 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 wow. Ein echt toller Duft. Also Magnolie riecht man sehr stark raus. Und Sandelwood, also Sandelholz, das ist so im Hintergrund leicht. Das ist ein sehr schöner, betörender Duft. Gefällt mir gut. Dazu gab es auch Schaumbad. Ich habe das gar nicht gesehen. Mit cremiger Magnolie und Sandelholz. Oh, da bin ich jetzt echt ein bisschen neidisch, dass ich das nicht gesehen habe, weil das hätte ich mir auch bestellt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es schnuppert. Und werde es mir vielleicht beim nächsten Mal mitbestellen, wenn es wieder im Angebot ist. Oh, dann haben wir wieder große. Weiße Pfirsich und Vanille. Oh, ist halt schwer, ist halt immer in Liter, ne? Liter ist ein Kilo. So, dann haben wir nochmal eins. Ich muss mich ein bisschen verdrehen hier, weil das ist echt, echt tief hier, die Kiste. Hier haben wir nochmal eins mit Vanille. So, dann haben wir hier einmal Lavendel. Zweimal Lavendel. Dreimal Lavendel. Hier haben wir einen neuen Abendkatalog. Den tun wir mal gar nicht so weit weg. Dann werden wir bestimmt wieder rumgucken hier, wer jetzt was möchte. So, jetzt haben wir hier noch eins. Oh. Hilfe. Also, das ist ja ein Winterduft. Im Winterduft für ihn mit Grapefrucht und schwarzen Pfeffer. Da muss ich meine Nase reinhalten, unbedingt. Muss man es halt so aufmachen. Typisch männlicher Duft. Oh, oh, das riecht gut. Grapefruit. Also das riecht sehr intensiv. Wirklich, also als Männerduft. Ich hoffe, das hat meine Schwiegermutter bestellt und mein Mann kriegt da was geschenkt. Hoffe ich. Ich hoffe es mal. Also es riecht richtig. Erinnert mich ein bisschen an das Farnur. Ja, aber echt. Mega toller Duft. Hui. Ja. Ja, hat sie gleich. Oh ne, hat sie, glaube ich, nicht bestellt. Das war, glaube ich, ihre Freundin. Na, egal. Jetzt wissen wir wenigstens alles, was so gut riecht und kann ich mir das dann auch selber nachordern. Hier haben wir nochmal zweimal Tropical Mexicana, Maracuja und Limette Duschgel. Jeweils 500 Milliliter. Oh, Gottes Willen. Oh, und hier haben wir nochmal, ach nee, ist kein Lavendel. Das ist Dancing Skies. Das ist eine von den wunderschönen Schaumbädern, die ich über alles liebe. Ja, habe ich mir diesmal aber nicht mitbestellt. Ach, eine Handcreme haben wir hier noch mit Glycerin. Sag mal, was ist denn mit der Kamera los? Die ist heute ein bisschen schief.
Dann haben wir hier zweimal Micellenreinigungsgel. Na, das habe ich auch noch nicht gesehen. Muss auch neu sein von Nutra Effects. Gibt so schöne Gesichtspflegecremes und alles. So, hier haben wir noch von Anew Reversalist eine Tagescreme. Das Anew ist halt der Mercedes unter den Pflegecremes. Dann habe ich hier ein tolles Set gehabt, Incandescence. Zwei Stück. Lotus und einmal das Süße. Das normale Incandescence, das gibt es auch schon ewig bei Avon. Ist ein süßer Duft und das hat eine Freundin von mir bestellt. So, ich muss jetzt mal kurz eine Kiste hier ein bisschen weggeben. Ich habe nämlich hier eine Assistentin und hier haben wir nochmal Schaumbad. Oh, ich muss mich ein bisschen rumbeugen. Hier haben wir 1, 2, also was ist das? Sunkist mit Liang Liang und Out. Was ist Out? Out. Out. Das ist aber Out. Dreimal bestellt. War die Freundin von meiner Schwiegermutter. Die schlägt auch immer zu, wenn sie einmal mitbestellt hier. So, hier haben wir Rosé, also Rose und Amber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh mein Gott, 7, 8 Mal. Habe ich mich vielleicht vertippt bei der Eingabe? Das könnte auch sein. Ich hoffe es mal nicht. Okay, hier haben wir nochmal die schöne Handseife mit Magnolie und Sandelholz. Zwei schön. Also die zwei Stück. Die Creme Seife für die Hände ist echt gut. Kommt keine nach. Egal aus welcher Drogerie, kommt keine nach. So, dann haben wir hier noch ein Luxus-Schaumbad Harmony Ritual mit Lingonberry und Pinienextrakt hier aus der Sparreihe. So, dann wurde noch ein Little Black Dress Summer Party mitbestellt. Ja, Summer Party ist okay. Das riecht besser als das normale Little Black Dress. Das ist so eine Abwandlung, das riecht halt nicht ganz so stark. Ich hoffe, ich kann das mit benutzen. Ja, so. Das war mein großer Abendhaul. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!